Ich habe jetzt einen Aufruf gestartet. Ich brauche ganz viele Leute, die 3D-Drucker haben, um mir diese roten Teile zu drucken, weil wir in Vechta oder Landkreis Vechta einige Ärzte haben, die brauchen für Untersuchungen, Behandlungen in Covid-Zeiten oder Corona-Zeiten. Weil diese Teile, sieht jetzt ja recht unspektakulär aus, aber die verhindern halt, dass einer angenießt wird, angespuckt wird oder ähnliches. Und da Corona sich hauptsächlich über Tröpfcheninfektion verbreitet, das ein gewisser Schutz ist. Jedenfalls besser als diese Tuchmasken und ähnliches. Die kann man relativ einfach mit so einem 3D-Drucker drucken. Das einzige Problem ist, dass das Ding meiner jedenfalls 5 Stunden braucht, um eins fertig zu machen. Und ich mittlerweile über 100 Anfragen habe. Und ich jetzt einfach sage, wenn ich jetzt alleine das drucken würde, ist Corona vorbei, bevor die Masken haben. Die Leute quasi, die einen Drucker haben, kurz auf die Facebook-Seite gehen, Datei runterladen, 1, 2, 3, 10 von diesen Teilen drucken, damit wir relativ schnell die Dinger zusammenbekommen. Das ist eigentlich auch die ganze Idee gewesen. Ich habe da gestanden, habe gesagt, ich bin kein Arzt, bin kein Verkäufer, ich sitze nicht an der Kasse, aber wie kann ich helfen? Und da kam so diese Idee auf, es müsste doch möglich sein, irgend so ein Equipment zu drucken. Und dann habe ich im Internet geguckt, hatte dann ein paar Artikel gefunden und diese tschechische Gruppe, die dieses Teil entwickelt hat, dann gefunden. Und beim Gespräch mit einem Arzt habe ich so gesagt, ey, cool, da gibt es Leute, die das drucken können. Dann sagt er, ja, okay, wie viel kannst du mir machen? Und da ist dann mir so aufgefallen, okay, das ist nicht in Tschechien nur das Problem, das ist anscheinend auch im Landkreis ein Problem. Und habe dann befreundete Ärzte gefragt. Und ja, diese Frage war gestern Abend um 6 Uhr. Braucht ihr vielleicht solche Masken? 2 Stunden später waren es 100 Masken, die angefragt waren. Und da stand ich dann vor meinem kleinen 200-Euro-Drucker und dachte so, jo, das wird jetzt eng. Und deswegen wäre ich froh über jede Hilfe, über jeden Drucker, über jeden, der noch eine Idee hat. Perfekt wäre es, wenn einer von den tollen Kunststoffherstellern hier in der Region sagt, das Teil, das mache ich ich mache die 100 Stück in einer Minute. Das wäre natürlich perfekt, weil ich glaube, ist natürlich nett und süß, dass ich die drucke, aber wenn wir mehr brauchen, wäre es natürlich cool, wenn die Profis einsteigen würden.